herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monatssenf und der letzten für dieses Jahr. 11 Filme habe ich in diesem Monat gesehen, wobei qualitativ wieder eine große Bandbreite vertreten war. Wer diese Bandbreite so aller befüllt hat, das hört ihr jetzt. Der erste Film ist Robocop von Paul Verhoeven. Wir sehen hier eine simple und leicht überzeichnete, aber dennoch effektive Kritik am neoliberalen Dogma der 80er von Privatisierungen, technischem Fanatismus und Individualismus. Verbunden wird das Ganze mit dem wahrgescheuigen Gedanken, nicht im eigenen Körper zu leben. Dieses an sich schon starke Gesamtpaket wird komplettiert durch eine Welt, welche sich durch die zahlreichen Nachrichtensendungen und Beiträge glaubhaft und stimmig anfühlt. Und quasi als i-Tüpfelchen ist dieser Film blutig auf eine Weise, die wahrlich schockierend ist. Selten wurden Körper auf solch akribischer Art zerfetzt. Es ist leider keine Punktladung, da das Ende ein wenig absackt, aber trotzdem ist das, wie so viele 80er Sci-Fi-Streifen, eine wahre Meisterleistung an Nihilismus und einer der stärksten Vertreter eben jenes Genres. Der nächste Film ist Roter Himmel von Christian Petzold. Der Narzissmus wird hier auf eine Art dekonstruiert, die einen den Protagonisten unsympathisch, aber doch nahbar macht, denn er betrachtet die Welt um ihn fast schon unbeabsichtigt durch das künstlerische Auge und entledigt sich dem echten Auge. Ähnliches konnten wir zum Beispiel dieses Jahr auch schon in Die Fablemans sehen, auch wenn er teils schon sehr seltsam, zum Beispiel durch ständiges Starren, auf diese Umwelt reagiert. Aber auch die Dynamik von Beziehungen fängt Petzold hier schön an, speziell die Eifersucht, die schnell entsteht, aber auch die Momente des Fremdscharms. Wenngleich zweitere für mich, der sich so etwas schwer ansehen kann, eine starke Gratwanderung waren. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Die Kameraarbeit ist solide und hat auch einige starke Szenen. Und auch das Pacing ist, wenn auch recht gleichmäßig, gut gewählt. Schlussendlich sei natürlich der herausragende Cast zu erwähnen. Allen voran natürlich Thomas Schubert als Leon, der die narzisstischen Tendenzen gepaart mit dem Gefühlschaos perfekt porträtiert. Aber auch Langston Uebel als Felix sei positiv hervorzuheben. Alles im Allem ein interessantes Werk, das aber doch ein wenig hinter den Erwartungen für mich geblieben ist. Dennoch ein solides Drama. Der nächste Film ist Candy Cane Lane von Reginald Hudlin. Eddie Murphy. Wenige Namen stehen wohl so sehr für die Comedy-Szene der späten 80er bis zu den frühen 2000er Jahren. Doch seit rund 15 Jahren ist es um ihn ruhig geworden. Nicht unbedingt, weil er Däumchen gedreht hat, sondern still und heimlich an Relevanz verloren hat. Jetzt kommt er mit einem Weihnachtsfilm produziert von Amazon zurück. Ersteres weckt Hoffnungen, zweiteres, naja. So war meine Erwartungshaltung vor dem Film. Und ich muss leider sagen, dass sich dieser größtenteils auch bewahrheitet hat. Die Idee rund um einen Familienvater, welcher mit einem weihnachtlichen Fluch belegt wird, ist zwar ganz nett gemeint, aber irgendwie zieht sich durch diesen ganzen Film so ein gewisser blank polierter Stil, wie man ihn momentan von Disney kennt. Das zieht sich auch durch den gesamten Cast. Dieser ist eigentlich ganz sympathisch, doch wird er dann doch zu sehr ins klassische Weihnachtsfilm-Familienkorsett zusammen mit einem Haufen Kalendersprüche gepackt. Generell sind viele Charaktere hier ziemlich schablonenhaft und an einigen Stellen auch echt toxisch. Optisch sind die Miniaturen zwar ganz gut gemacht, aber ansonsten sieht das aus wie vom Fließband produziert und mit einem Instagram-Filter obendrauf. Ähnlich wie zuletzt Totally Killer. Schlimmer ist aber noch eher die Musik. Genres zu mixen kann ja funktionieren, doch Weihnachtsmusik und Rap zählen nicht dazu. Insgesamt ist Candy Cane Lane also ein ziemlich vergessenswertes Werk. Und dass das Ganze eine halbe Stunde zu lange dauert, ist auch nicht gerade hilfreich. Der nächste Film ist Wonka von Paul King. Auch wenn wir im heutigen Blockbuster-Kino eine gewisse Homogenität sehen, bleibt doch Heterogenität, wenn es um die Genres geht. Ein Genre, das dabei aber in letzter Zeit immer mehr in Vergessenheit geht, ist Fantasy. Hier und da mag zwar noch ein Vertreter aufploppen, doch verlegt sich dies gefühlt mehr und mehr auf die Streaming-Dienste. Nun aber bringt uns Paul King, Regisseur der Paddington-Filme, zusammen mit Timothy Chalamet eine Origin-Story zu einer der bekanntesten Vertreter des Genres, Willy Wonka. Origin-Stories haben in jüngster Vergangenheit nicht immer funktioniert und dann will King daraus auch noch ein Musical machen, das kann leicht nach hinten losgehen. Aber ich bin froh, dass sie dieses Wagnis eingegangen sind, denn selten hatte ich in diesem Jahr so viel Spaß im Kino wie hier. Und das, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Fan von Musical-Filmen bin, da Ersteres meist Zweiteres überdeckt. Doch sie schaffen es hier, einerseits die Handlung interessant genug zu gestalten und andererseits die Gesangseinlagen so einzubauen, dass diese genug Platz zum Atmen hat.
Dass dies funktioniert, liegt vor allem am schier endlos charismatischen Chalamet, welcher mit seinen 27 bereits so ein Selbstbewusstsein auf die Leinwand bringt, dass es fast schon unheimlich ist. Wo sich Wonka etwas schuldig bleibt, ist in der ökonomischen Ansicht. Ja, wir sehen hier, wie er vom Großkapital unterdrückt wird und dass dieses auch unlautere Mittel verwendet, um das Recht in ihre Richtung zu biegen, ist näher an der Realität, als einem lieb ist. Welche Rolle er als Kleinkapitalist in dem System übernimmt, das wird zwar adressiert, aber ist mir ein wenig zu kurz gefasst. Das ist aber nur ein kleiner Kritikpunkt in einem ansonsten wunderbaren Film, welcher ehrlich gesagt auch mehrere Kinogänge wert ist. Der nächste Film ist Fargo von Joel Coen. Eigentlich reicht ein Wort, um diesen Film zu beschreiben: makellos. Es ist wahrlich beeindruckend, wie leichtfüßig die Coen-Brüder diese Flügelgeschichte einfangen und erzählen. Dabei hilft ein rundum grandioser Cast, welcher diesen realistischen Ansatz wahnsinnig gut spielt. Keiner wirkt zu überzeichnet, auch wenn alle irgendwie komische Kauze sind, aber so sind wir Menschen nun mal. Was die Handlung angeht, weiß man, dass die Täter irgendwie doch geschnappt werden, aber wie der Weg sich dahin gestaltet, das bleibt hier stets im Schnee verborgen. Ähnlich wie in einem Schweigen der Lämmer sehen wir hier auch eine selbstbewusste Frau in einer Männerwelt, aber im Gegensatz dazu sehen wir hier auch eine Gemeinschaft, die sich von diesem Bild emanzipiert hat. Kurz und knapp, ein de facto perfekter Thriller. Der nächste Film ist Single Bells von Xaver Schwarzenberger. Für andere gehört Stirb langsam zur Weihnachtstradition, für mich wird es, glaube ich, Single Bells. Es erfindet das Rad der Weihnachtskomödie nicht neu, aber es führt es auf eine so perfekte Weise aus, wie ich es selten gesehen habe. Zwar sind die Figuren leicht überzeichnet, aber dann doch wieder ein Querschnitt der österreichischen Durchschnittsfamilie, die gefangen ist zwischen Tradition und Wandel. Es ist dabei herrlich gespielt und gespickt mit grandiosen Zitaten. Und irgendwie hat das Ganze auch eine emanzipatorische Message, denn auch wenn es sich um einen Familienfilm handelt, wird genau diese zusammen mit dem Sakrament der Ehe dekonstruiert. Gemeint ist, dass man bei der Ehe eher die Familie heiratet als den bzw. die Ehepartnerin. Aber es integrierte auch den historischen Kontext, dass Frauen durch die Heirat einiges aufgeben mussten und es irgendwie auch noch immer tun. Schlussendlich muss ich mich ärgern, 24 Jahre ohne diesen Film ausgekommen zu sein. Begeht also nicht denselben Fehler wie ich. Mir bleibt nur mehr zu sagen: Advent, Advent, ein Christbaum brennt. Der nächste Film ist The Holdovers von Alexander Payne. Von einem großartigen Weihnachtsfilm zum nächsten. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass solche Arten von Filmen bzw. Weihnachtsfilmen noch gemacht werden, aber ich begrüße es. Dieser Film hat einfach ein Wahnsinns-Charisma und Atmosphäre als Gesamtes. Vor allem das Set-Design der 1970er ist on point. Dazu kommt eine nicht zu beschreibende Klangatmosphäre. Gerade die Stille durch den Schnee hat etwas Meditatives. Aber auch der scharfe, direkte Humor, der direkt zum Schmunzeln anregt, trägt einiges zur Stimmung bei. Man fühlt sich ein wenig erinnert an The Breakfast Club. Die Protagonisten harmonieren nämlich auf eine so disharmonische Weise und irgendwie lernt Jung von alt und umgekehrt. Alle sind auf die ein oder andere Art gebrochen, doch die Beziehungen sind der Kitt zu eben diesen Rissen. Es wird auch eine soziale Frage hier gestellt, namentlich die der schwarzen US-Amerikaner, welche im Vietnamkrieg als Kanonenfutter hinhalten mussten, um sich eine höhere Bildung zu verdienen. Alles in allem ist es ein perfekt durchexerzierter Film, auch wenn er wie Single Bells das Rad nicht neu erfindet, aber es rollt wie eine Eins. Obwohl ich zugeben muss, dass der Film gefühlt 30 Minuten zu lang geht und vielleicht ein kleiner Funken zu melodramatisch ist. Der nächste Film ist The Killer von David Fincher. Es ist wahrlich ein zweischneidiges Schwert. Da wäre einerseits eine Inszenierung wie auf dem Reißbrett konstruiert. Ja, keine Szene wirkt hier überschüssig oder zu dünn. David Fincher zeigt in seinem neuesten Werk sein ganzes Können und Erfahrung. Das Problem ist, dass wir es hier mit einem moralisch ambivalenten Protagonisten zu tun haben, der sein eigenes Tun genauso wenig hinterfragt wie der Film. Er faselt etwas davon, dass er nie Partei ergreift, doch möchte man ihm zurufen, dass er sich dann vielleicht einen anderen Beruf suchen sollte als Attentäter. Dazu kommt auch, dass er sehr stark von der Plot-Convenience profitiert, welche ihn fähiger wirken lässt, als er eigentlich ist. Alles in allem also eine okaye Handlung, welche von Finchers Können zu inszenieren profitiert. Der nächste Film ist John Wick 4 von Chad Stahelski. John Wick 4 hat wenig zu erzählen, aber in den fast 3 Stunden ganz schön viel davon. Die Kämpfe sind zwar schön choreografiert, aber bei einem vierten Teil in der Reihe hat man sich irgendwann satt gesehen.
Das Feuern der Pistole und die aufeinanderprallenden Körper werden hier irgendwann zu einem lächerlich langgezerrten, monotonen, audiovisuellen Erlebnis. Ja, wie bei einem Prügelspiel scheinen die Charaktere nur mehr dieselben Knöpfe zu drücken. Dieser Film ist insofern in einer Position gefangen, als dass er sich zu ernst nimmt, um die immense Plot-Armor von Wick zu übersehen und andererseits nicht überdreht genug ist, um als ein unterhaltsam expressives Werk durchzugehen. Und was die Handlung betrifft, wird letztendlich nur wieder die alte Welt, repräsentiert von der Hohen Kammer, in ihre Position gefestigt. Was alles irgendwie schade ist, da dieser vierte Teil teils wunderschön gefilmte und vor allem belichtete Aufnahmen beinhaltet. Ein inhaltsvoller Film wird daraus trotzdem nicht. Der nächste Film ist Rebel Moon Part 1 A Child of Fire von Zack Snyder. Es gibt wahrlich interessantere Filme, welche man sich am frühen Weihnachtstag zu Gemüte führen kann. Die Handlung fühlt sich an wie von einem überzuckerten Teenager geschrieben, welcher in einem Star Wars Marathon eingepennt ist. Zwar sieht man hier manchmal wahrlich schön inszenierte, opulente Szenen, aber vor allem die für Zack Snyder typischen Slow-Motion-Aufnahmen wirken recht unnötig. Dazu kommt, dass die Persönlichkeit unserer Helden nur aus drei Sätzen langen Erzählungen aller der bzw. die ist so krass besteht. Und dass die Schauspieler sich ebenso wenig Mühe bei der Darbietung wie die Autoren beim Schreiben geben, ist auch nicht hilfreich. Irgendwie wäre ich ja fast geneigt, keine Bewertung für dieses Werk abzugeben, da es so belanglos wirkt und man sich echt wundern muss, wie Snyder dann noch einen zweiten Teil daraus spielen will. Ich ärgere mich schon eher, dass ich währenddessen kein Nickerchen gemacht habe. Und der letzte Film für diesen Monat ist Maestro von Bradley Cooper. Ein oscarloser Schauspieler, in diesem Fall Bradley Cooper, macht ein Biopic. In einem Filmlexikon würde sowas fast schon als Paradebeispiel für einen Oscar-Bait gelten, was nicht heißt, dass Maestro prinzipiell ein schlechter Film ist. Vor allem Carey Mulligan spielt sich hier wahrlich die Seele vom Leib. Auch sind einige Einstellungen speziell in Schwarz-Weiß interessant gelungen. Ansonsten ist es dann aber wie ein Biopic Standardwaage. Didaktisch wird hier das Leben des bekannten Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein heruntergefilmt, wobei man sich einerseits zu wenig Zeit nimmt, um gewisse Charakterbeziehungen zu ergründen, aber dann trotzdem zu lange braucht. Es ist am Ende wie eine abgeschwächte Version von Tar. Manche können mit diesem Film sicher etwas anfangen, für mich war es okay. Und das war schon wieder für diesen Monat. Ich hoffe, es war wieder einiges Interessantes für euch dabei. In den nächsten Tagen wird dann auch mein filmischer Jahresrückblick folgen mit den besten und schlechtesten Filmen des Jahres. Mir bleibt ansonsten wie immer nur zu sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Filmeschauen.